die drei größten Fehler in der Hundeerziehung. Machst du auch diesen Fehler? Ich sag's dir. Frrr, go! DogmaTV. Wow. Herzlich willkommen zurück bei DogmaTV. Ich bin Dogma und ich erzähle dir heute die drei größten Fehler in der Hundeerziehung. Und vielleicht fühlst du dich gleich selbst ertappt. Wenn das so ist, ist es aber auch überhaupt kein Problem, weil ich bringe Abhilfe. Fehler Nummer 1, da geht's auch schon los. Und zwar die Körpersprache des Hundes. Du missachtest die Körpersprache deines Hundes. Das bedeutet zum Beispiel jetzt hier Rocky. Rocky riecht an sich rum und will bestimmt alles andere als dabei gestört werden. Du denkst, ach Mensch, was riechst du denn da schon wieder, mein Großer, ja? Und klopfst vielleicht deinen Hund ab. Und er mag es überhaupt nicht. Oder du streichelst deinen Hund über den Kopf. Und das mag dein Hund überhaupt nicht. Oder dein Hund mag es total, wenn du ihn streichelst. Das bedeutet, er lehnt sich an deine Hand heran. Also wenn ich jetzt hier Rocky einlade, ja, zu so ein bisschen krabbeln, wenn er dann kommt und wenn er sich so ranlehnt, jetzt in dem Fall, ja, die Schultern massieren und so, dann weißt du, okay, das gefällt deinem Hund. Und wenn er dich abknutscht, dann weißt du auch, dass das seinem Hund sehr gut gefällt. So, jetzt will er ein bisschen spielen. Ja, aber jetzt, natürlich war eine Einladung, muss ich ihm jetzt leider den Zahn wieder ziehen. Hey, ist gut. Okay, Fehler Nummer 2. Du gibst deinem Hund einfach zu viel Freiraum. Ja? Du machst deinen Hund von alleine ab und der darf hier losballern übers Feld, so wie ihm das gefällt. Und du denkst, ja, der muss ja auch powern und der muss ja auch rennen und so weiter und so fort. Aber Rocky sitzt. Jawohl. Aber du musst auch mal deinen Hund begrenzen. Und er muss auch verstehen, dass jetzt gerade Spielen für ihn tabu ist, du gerade keinen Bock hast, also muss er sich fügen. Du kannst ja trotzdem mit ihm später irgendwann wieder spielen. Aber jetzt im Moment soll er sich hinsetzen und soll mir zuhören, wie ich dir hier die drei Fehler der Hundeerziehung erzähle. Und das wären wir auch schon bei Fehler Nummer 3. Und zwar ist das, du weißt es, du kannst es dir auch denken, du orientierst dich an deinem Hund. Du gehst mit deinem Hund spazieren und was ist? Ach, da will er hin. Ach, der Baum, ja, da schnuppert er ja immer. Oh. Und dann, ach ja, hier vorne willst du dein Geschäft nicht machen. Na, dann krauche ich mit dir noch in den nächsten Busch und dann kannst du dich da in Ruhe lösen. Ja, und du stehst da zwischen Baum und Borke letztendlich und irgendwie schief und machst vielleicht noch diesen hier, dass dein Hund da auch schön in Ruhe und ganz entspannt hinknödeln kann. Ja, also so eine Sachen. Ja, links, rechts, geradeaus, wo will dein Hund gerade hin? Also versuch dich in dem Fall ein bisschen mehr zu fokussieren, ja, also auch fixieren, also fixier die Leine, zack, an deine Hüfte, mach dir mal im Kopf so einen Plan, wo willst du überhaupt hin mit deinem Hund und dann geh in diese Richtung. Also ist gar kein Hexenwerk, aber diese drei Fehler sind halt die meisten, die ich nach meiner Erfahrung auch in meiner Hundeschule so erlebe, ja, also es sind die drei häufigsten Fehler. Zum Thema Körpersprache des Hundes habe ich ein paar schöne Videos eingestellt. Schau dir die auch gerne an. Oder auch, wie du deinem Hund die Leinenführigkeit besser beibringen kannst, wie dein Hund auch im Freilauf bei dir bleibt, obwohl da hinten gerade, ich glaube, ein Hase schleicht. Aber das ist auch ein bisschen naturgegeben. Rocky ist jetzt nicht so triebig. Silver würde ich jetzt sofort an der Leine machen. Bei Rocky weiß ich, der muss da nicht unbedingt hinterher springen. Der ist einfach nicht so gepolt. Das wurde mir auch ein Stück geschenkt, ja. Wir haben auch viel trainiert, aber das ist auch ein Geschenk, dass er jetzt hier auch so sitzen bleibt. Und weil er das so toll gemacht hat, niemals vergessen, natürlich den Hund zu belohnen. Was wollte Rocky gerade? Er wollte gerade mit mir spielen. Also gehe ich jetzt in die Interaktion, weil er ist sitzen geblieben. Da ist gerade ein Hase, der da rum. Ich glaube, der kommt sogar auf uns zu. Also manchmal ist echt. Rocky, komm her. Und jetzt darf er natürlich mit mir spielen. Ja, weil für Rocky bin ich immer noch am interessantesten. Also bei Silver anders. Und bei dem kleinen Theo ist es auch ein bisschen anders. Aber Rocky fährt voll auf mich ab. Und das ist gut. Das kann man natürlich ausnutzen. So, in diesem Sinne fängt gerade an zu regnen. Und die anderen beiden haben Autoarrest. Deshalb werde ich die mal jetzt erlösen. Und bis zum nächsten Video. Ciao, bis DogmaTV. Frrr, ciao. DogmaTV. Wow. Ach, übrigens, suchst du noch eine richtig gute Trainingsleine für deinen Hund? Dann empfehle ich dir diese Retrieverleine mit 1,80 Meter Länge, 1,8 cm Breite, exklusiv aus dem DogmaTV eBay Shop. Greif zu, die sind rar.
Die Leine ist nicht geflochten, sie ist genäht, um deinen Hund nicht zu irritieren. Die perfekte Länge, die perfekte Breite, das perfekte Material für dein Hundetraining. Viel Spaß damit! Den Link findest du in der Beschreibung. Check mal aus und ciao! Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.